Hallo, hier ist wieder Harald von Fest im Glauben und ich präsentiere euch diese Woche das erste Video. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich über Fest im Glauben verschiedene Religionsgemeinschaften in Leipzig, Sachsen und Deutschland besuchen möchte und ich hatte wirklich die große, große Freude, bei Rabbi Zsolt Baller in der Brodia-Synagoge in Leipzig zu Besuch zu sein. Das war äußerst interessant. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über das Judentum, über den Aufbau von Synagogen und es war wirklich ganz, ganz spannend. Der Rabbi hat es toll gemacht und hat trotz Corona-Bedingungen, das werdet ihr dann auch gleich sehen, wir konnten uns im Video nicht allzu nahe kommen, trotz Corona-Bedingungen hat er das super erklärt, wie eine Synagoge aufgebaut ist und funktioniert. Das Video, was ihr gleich sehen werdet, hat zwei Teile. In dem ersten Teil geht es wirklich um den Aufbau der Synagoge. Und wenn ihr euch schon ein bisschen mit dem Judentum auskennt, werdet ihr merken, es gibt ganz viele Ähnlichkeiten zwischen dem jüdischen Tempel und dem Aufbau von Synagogen. Das ist auch etwas, was ich wirklich gelernt habe bei diesem Besuch der Synagoge in der Keilstraße in Leipzig. Der zweite Teil des Videos, dort geht es dann um das Thema Theologie. Also keine Angst, ich bin selber auch kein Theologe. Insofern habe ich einfach versucht, theologische Fragen zu stellen auf niederschwellige Art und Weise, die mich persönlich interessieren und das Ganze immer aus christlicher Sicht. Das heißt, ich habe den Rabbi gebeten, zu vergleichen das Gottesbild von Judentum und Christentum. Ich habe ihn gefragt, was bedeutet für die Juden eigentlich die Person von Jesus Christus? Gibt es im Judentum so etwas wie den Heiligen Geist? Was passiert im Judentum nach dem Tod und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass auch dieser Teil des Videos für euch spannend ist und dass euch das Video gefällt. Also dann, viel Spaß! Oh wow. Ganz Herzlich toll. willkommen. Ich bin auch zum ersten Mal hier heute. Herzlich willkommen in der Synagoge. Vielen, vielen Dank, Rabbi Baller, dass wir heute die Synagoge besuchen dürfen. Bin natürlich jetzt sehr interessiert, was es hier alles gibt und wie eine Synagoge aufgebaut ist. Ich bin selber schon in Synagogen gewesen, aber noch nie hier in der Brodia-Synagoge, oder? Genau. Brodia-Synagoge hier in Leipzig. Vielleicht als erste Frage würden Sie sich kurz vorstellen und sagen, wer Sie sind, woher Sie Sehr kommen? gern. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Zsolt Baller. Zsolt ist ein ungarischer Name. Ich komme ursprünglich aus Budapest. Seit mehr als 10 Jahren wohne ich hier in Leipzig. Und ich fühle mich echt wohl, nicht nur einfach wohl, sondern zu Hause in Leipzig, in unserer jüdischen Gemeinde, der israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig. Also Okay. das hier ist die Synagoge der israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig, Okay. die einzige jüdische Gemeinde in Leipzig. Wir sind eine Einheitsgemeinde. Vor der Kristallnacht-Pogromnacht Ja. 1938 gab es 18 Synagogen in Leipzig. 18 Synagogen. Ja. Wahnsinn. Heute ist nur diese Synagoge geblieben. Die Frage ist, warum? Und die Begründung ist, weil diese Synagoge keine selbstständige Gebäude war. Alle anderen Ja. Synagogen waren selbstständige Gebäude. Warum ist diese Synagoge nicht ein selbstständiges Gebäude? Es ist ein wunderbarer Ort. Aber Ja. von der Straße bemerken Sie wahrscheinlich nicht, dass hier eine Synagoge ist. Richtig. Warum ist das so? Diese Synagoge wurde niemals versteckt. Es ist einfach eine historische Entwicklung. Als in 1896 man dieses Gebäude gebaut hat, das war ein normales Wohnhaus. Ja. Wo wir jetzt uns befinden, war eigentlich zwei Wohnungen auf zwei Etagen. Also unsere Synagoge, was Sie hier sehen, es ist herrlich, aber das war ursprünglich zwei Wohnungen. Und Okay. heute ist es eine Synagoge. Und jetzt kommen wir zu der Struktur der Synagoge. Was ist in einer Synagoge? Was befindet sich in einer Synagoge? Also erstens, Ja. jede Synagoge in der Welt hat bestimmte Bedingungen, nicht nötig so festgeschriebene Bedingungen, aber es gibt Merkmale, die insbesondere in Europa die Synagogen haben. Okay. Erstens, welche Richtung schaut die Synagoge? Wenn man auf den Landkarte in Leipzig orientiert, das ist Richtung Ost. Okay. Alle Synagogen in der Welt schauen in der Richtung Jerusalem. Wenn man präzise sein möchte, dann das ist in dieser Richtung. Man muss nicht 100% diese Richtung schaffen, aber jede Synagoge ist nach der Richtung von Jerusalem Okay. orientiert. Okay. Jerusalem in der Bibel ist nicht nur ein heiliger Ort, das ist
was die Tora, die fünf Bücher Mose erwähnt, da, als Ort noch nicht mehr der Name, aber der Ort, welche der ewige eure Gott euch wählt, wo ja. ihr für die Pilgerfeste zusammenkommen soll. Und das war immer der Ortschaft vor, des Tempels. Und auch im privaten Gebet sollte man sich quasi Richtung genau. Jerusalem wenden. Genau, genau. Mhm. Das sollte, also eigentlich, wenn, und das hat sehr viel mit der Synagoge zu tun. Und das ja. ist nicht nur einfach Jerusalem, sondern die Synagoge selbst ist ein kleines Modell des Tempels in Jerusalem. Ah, okay, sehr interessant. In Struktur, was meine ich? Ja. Der Tempel in Jerusalem und auch der vorläufige Zelt des Treffens hatte zwei Räumlichkeiten. Ja. Eine größere und eine kleine Räumlichkeit, getrennt voneinander mit einem roten Vorhang. Wenn Sie das schauen könnten, vorne gibt es einen roten Vorhang. Ja. Was war im Tempel hinter dem roten Vorhang? Hinter dem roten Vorhang war eigentlich die Bergspitze. Ja. Und auf dieser Bergspitze lag ein sehr, sehr wichtiges Objekt. Ja. Welches Objekt war das? Das ist die Bundeslade. Die Bundeslade. Ja. Mit den 10 Worten. Und deshalb ist es kein Zufall, dass, was Sie dort sehen könnten, oben den Schrank, die Zeichen von den 10 Worten, der Dekalog. In der Synagoge ist auch so. Wir haben einen Ort, ein größerer Raum, ja. eine Trennung mit einem Vorhang, hinter der Trennung der Vorhang ein Laden, Schrank, ja. und drinnen ist die Tora. Aha, okay, der Tora-Schrein ist das. Und ich sogar, ich kann auch die Torrolle ausheben und zeigen. Ah, ja, ja super, ja. das wäre, was das wichtig wäre ist, toll. Ja. Nicht zu viel zu meiner Nähe zu kommen. Ja. ich werde eine kleinere Torrolle ausheben. Ach, Sie haben mehrere. Wir haben mehrere Torrollen. Es ist auch wichtig, dass die Torrolle nicht ausgehoben ist, ohne dass man etwas macht. Also ich werde auch ein bisschen lesen von der Torrolle. Müssen Sie in einem besonderen rituellen Zustand sein, um die Torrolle zu berühren? Oder? Man muss in der Synagoge immer körperlich rein sein. Also es ist eine sehr, sehr wichtige Bedingung. Bevor dem Gebet waschen wir unsere Hände. Das ist der Schild der Torarolle. Hier in diesem kleinen Fensterchen steht, für in welche Stelle die Torarolle ist. Warum? Ein Buch zu öffnen auf Seite 500 und 100, das macht keinen Unterschied. Ja? Ja. Aber eine Torarolle, wenn es im Buch Genesis ist und ich muss etwas von dem fünften Buch lesen, das bedeutet, ich muss die Torarolle circa 3-4 Minuten rollen. Die Torarolle ist circa 50 Meter lang. Aha. Die fünf Bücher Mose auf einer Seite mit hebräischer Schrift. Deshalb muss ich vorher wissen, welche Stelle das ist. Also das steht in diesem kleinen Fensterchen. Warum muss ich das wissen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja. Warum kann ich nicht einfach die Torrolle rollen? Ja. Die Antwort ist, ich kann die Gemeinde nicht eine Minute mehr belasten, als nötig ist. So, das ist der Schild der Torrolle. Ich habe schon die Krone gezeigt, die Kronen der Torrolle. Eigentlich reflektieren auf den Kleidung des Oberpriesters in Jerusalem. Diese kleinen Glöckchen sind da, dass wenn die Torarolle rumgetragen ist, die Menschen verstehen, dass man aufstehen kann. Der Tunik des Oberpriesters, wie es im zweiten Buch Mose geschrieben ist, hatte kleine Glöckchen für dasselbe Zweck, dass schon vorher man hört, dass er kommt. Das ist der Mantel der Torarolle. Auf diesem Mantel ist eine Widmung. Keine Torarolle in einer Synagoge sollte eigentlich ein Eigentum der Gemeinde sein. Hm. Die sind alle Privat-Torarollen, die für die Gemeinde geschenkt wurden, hier zu benutzen. Okay, ich verstehe. Diese Und das ist sicherlich eine große Ehre, sozusagen einer Gemeinde eine Torarolle natürlich, aber eine Torarolle zu schenken. Was denken Sie, was kostet denn so eine kleine Torarolle? Sicherlich mehrere tausend Euro. Ne? Circa 30.000 Euro. Ja. Das ist ein halbes Jahr von einem Person. 30.000 Euro, Wahnsinn. Handgeschrieben, bis heute mit Feder, mit Tinte eingetunkt. Ah. Das ist eine Schatz. Das ist eine kleine, größere Torarolle. Und deshalb ist es mehr, das kostet mehr, eine kleine Torarolle zu schreiben. Es ist schwerer als eine große Torarolle. Dann haben wir hier mit diesem Band, das hält die Torarolle zusammen. Und hier sind die Buchstaben der Torarolle. Diese Torarolle jetzt steht noch, eigentlich dieses Schild hat ein bisschen gelügt, das steht bei der Chanukka-feiertagliche Vorlesung. Hier gibt ein wunderschönes Stück und ich werde mit den Erlaubnis das vorlesen, der kohanitische Segen.
Das ist der priestliche Segen, der kohanitische Segen. Gott soll dich hüten und in Leben halten. Gott soll seine Angesicht in deine erheben und dich begnadigen. Gott sollte seine Angesicht an dich lassen und dir Frieden geben. Also ja, das kennt natürlich jeder Lutheraner, denn am Ende des Gottesdienstes wird ja bei uns genau dieser Segen ausgesprochen. Ne? Das war genau die Stelle in der originellen Hebräische aus dem vierten Buch Mose. Ja. Also das ist die Tora-Rolle. Und die Tora-Rolle ist noch einmal alles Handschrift, wunderschöne. Auf was wird das geschrieben? Ist das Papier oder Pergament oder? Aus Leder. Leder, also Leder von einem koscheren Tier. Leder von koscheren Tieren kann man eine Tora-Rolle machen. Das ist auch cool auf Kuhleder, aber man könnte theoretisch auch Giraffe benutzen. Welche Tiere koscher sind, ist eine Thema an sich selbst natürlich. Die Bedingungen von Koscher. Zurück zu der Synagogestruktur. Was waren die Objekte in dem größeren Saal der Synagoge? Ja. Im Heiligtum nennen wir das Hechal. Der Hechal, dieses Heiligtum, hatte drei Objekte. Der Leuchter, der siebenarmige Leuchter, die Menorah. In der Synagoge, wo befindet sich? Wenn Sie dort schauen, wir haben schon zwei symbolische Menorahs aus Holz, aber in Wahrheit ist diese nicht diejenige, die Menorah im Tempel repräsentieren, sondern dieses orange Licht. Oha, der, okay. Bevor dem Toraschrein runter hängt. Mhm. Das ist die Sache, das uns auf das ewige Licht im Tempel erinnert. Also das ist das Leuchter. Okay. Objekt Nummer zwei war der Tisch. Der Tisch, es war ein Tisch, wo das Schaubrot von Woche zu Woche geschützt war. Dieses Tisch ist in unserer Synagoge der Tora-Vorlesungspult. Okay. Mhm. Und der dritte, es gab ein kleines Altar. Mhm. In diesem kleinen Altar wurde das Geruchopfer jeden Tag gebrannt. Das kann man vielleicht mit dem Amud, mit der Vorbeterpult. Amud? Amud heißt das. Okay. Also wir haben die Menorah, der Schulchan und der Misbeach. Und hier in das Menorah, Schulchan und der kleine Amud. Amud nennen wir diese Tora-Vorlesungswort. Das Wort Amud bedeutet eigentlich das Ort des Stehens. Wenn man andere Synagogen in Europa besucht, insbesondere klassische Synagoge wie zum Beispiel die Altneue Schule, Altneue Synagoge in Prag oder die Rema-Synagoge in Krakau, man wird bemerken, dass bei dem Vorbeterpult es ist eine Treppe. Ein Treppe tiefer, danke schön. Okay. Eine Treppe tiefer. Warum ist das so? Das ist ein Hinweis auf den Vers in Psalm 130. Mima amakim keraticha Hashem. Ich rufe dich ewigen aus den Tiefen. Okay. Also der Vorbeter, und das ist ein wunderschöner Hinweis für die Gemeinde, er steht nicht über die anderen Menschen, sogar tiefer oder mindestens auf derselben Niveau. Also ein Zeichen der Demut sozusagen. Genau. Mhm. In der Synagoge, ich sage das häufig, von neun Rabbiner kann man kein gemeinsames Gebet machen, aber zehn Schuster, ja. Es ist nicht die Menschen in der Synagoge, es gibt keine Hierarchie. Jeder einzige ist ein Teil der Gemeinde.
der die Regel der Gemeinde und die Regel Torah akzeptiert. Und so entstand. Aber gibt es bestimmte Rituale, die nur Sie selbst als Rabbiner vollziehen können? Oder kann jeder im Grunde genommen alles machen? Es gibt keine solche Rituale, die ich nur allein machen könnte. Der Grund, warum in vielen Synagogen nur Rabbiner bestimmte Rituale machen, das ist nur einfach wegen der Ausbildung. Okay. Ja. In größeren jüdischen Gemeinden, wo ein blühendes Gemeindeleben gibt, auch ohne also ohne unterbrochene Geschichte, wie wir das in Deutschland haben, wo jeder einzige Mensch die halachische, die jüdische religiöse Kenntnisse hat, wie man bestimmte Rituale macht, zum Beispiel Kiddush auf dem Wein oder wie man eigentlich vorbetet, man braucht keinen Rabbiner. Die Rabbiner sollte nur ein Anführer sein. Der Titel von Rabbiner ist nur die Ermöglichung von jemand, halachische, jüdisch-religiöse und rituelle Gesetze, Entscheidungen zu machen. Okay. Dass er es ist ein, wenn ich das vergleichen kann, es ist ein bisschen wie ein Rechtsanwalt, der weiß, was zu tun hat. Die Gesetze in einer Gesellschaft gelten für jeder Einzige, aber es gibt diejenigen, die Gesetze besser kennen und sie können die anderen erzählen, was sollte man machen. Das ist einfach nur der Rabbiner, aber er steht nicht über die anderen in Hierarchie, nur das Wissen. Was bedeutet das Wort Rabbiner? Das Wort Rav bedeutet eigentlich Master oder mehr. Eigentlich das Wort viel. Okay, aber das widerspricht sich jetzt. Ja, genau. Das bedeutet nicht, dass er übel, sondern sein Wissen ist viel. Oder er sollte die anderen lehren. Das ist die Hauptaufgabe eines Rabbiners. Okay. Und wie läuft so ein jüdischer Gottesdienst ab? Könnte ich ihn auch besuchen als Nicht-Jude? Ist das ein Problem oder? Es ist kein Problem, in Gottesdienstzeit teilzunehmen. Das ist ein prophetischer Vers an Jesaja, der sagt: Kiveti bet tefila yikare lechol hamim. Mein Haus wird als Gebethaus für alle Völker berufen. Das gilt auch zu dem Tempel in Jerusalem. Viele denken, dass im Tempel in Jerusalem nur Juden konnten ihre Opfer bringen. Das ist nicht der Fall. Auch nicht jüdische Menschen könnten das machen. Die Judentum ist viel mehr universalistisch, als man denkt. Okay. Der einzige, wenn ich einen kleinen Hinweis geben konnte über die sogenannten noachidischen Gesetze. Ja. Judentum sucht nicht für Konvertiten. Es besteht die Möglichkeit, aber warum suchen wir nicht für Konvertiten? Weil unsere Theologie lehrt, dass jeder einzige Mensch in der Welt eine Möglichkeit hat, zu Gott zu kommen. Gibt es eine Trennung hier zwischen Männern und Frauen? Oder ist das Unsere Synagoge ist, ich habe schon erwähnt, dass unsere Gemeinde ist eine Einheitsgemeinde, aber die Synagoge ist eine wichtige, nicht aber, die eine Bedingung für diese Einheit ist auch, dass unser Gebetshaus ist in der Rahmen von orthodoxen Ritus. Weil in einer orthodoxen Gemeinde kann jeder Einzige beten. In einer reformierten Gemeinde könnten die orthodoxen Menschen nicht reinkommen, in die Synagoge meine ich. Aha, und ich verstehe. In der Synagoge folgen. Also Einheitsgemeinde bedeutet, dass sowohl orthodoxe als auch liberale Juden sozusagen oder sogar nicht religiöse Juden. Ich bin ein bisschen mehr vorsichtig persönlich mit dem Wort liberal. Ich bin liberal. Okay. Ich bin ein orthodoxer Rabbiner. Was bedeutet liberal? Liberalismus hat mit Politik zu tun und nicht mit Religion, meiner Meinung nach. Also aber ich bin ein orthodoxer Rabbiner. Das bedeutet, ich versuche mit all meinen Kräften, die halachische Regelungen halten und das ist mein persönlicher Credo. Also halachisch bedeutet sozusagen das jüdische Gesetz? Das oder? Halacha bedeutet zu gehen und das ist ein Name für alle jüdischen Gesetze. Das gilt nicht nur zu rituelle Gesetze. Was ist koscher, was ist nicht koscher, wie kann man beten, wie kann man nicht beten. Halacha regelt auch die zwischenmenschlichen Verhältnisse, sogar Zivilrecht. Also unsere Synagoge folgt die orthodoxe Ritus in der Synagoge, in der Sinne, dass bei uns die Männer und Frauen wegen Gebet getrennt sind. Okay. Die Synagoge wurde eigentlich so erbaut, dass oben wir haben die Abteil für die Frauen und unten für die Männer. Aber heutzutage haben wir viele ältere Mitglieder der Gemeinde
Und wir möchten natürlich auch unsere ältere Gemeindemitgliederinnen die Chance geben, die nicht so einfach über die zu der ersten Etage oben gehen können, weil wir keinen Fahrstuhl haben. Deshalb haben wir hier auf der rechten Seite ein eingerichtetes Abteil für die Frauen. Das ist optional. Wir können das zumachen, wenn es nötig ist. Okay. Also meine erste Frage da wäre, wo sehen Sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Gottesvorstellung von Juden und Christen? Denken Sie, Juden und Christen glauben an den gleichen Gott oder gibt es da einen Unterschied aus Ihrer Sicht? Ich hoffe, dass wir an den gleichen Gott glauben. In Judentum ist es ziemlich geregelt, in welcher Form kann ich den Ewigen vorstellen. Hm. Diese Glaubensprinzipien wurde von der Maimonides im 12. Jahrhundert kodifiziert. Und später Kommentatoren natürlich haben eine große Diskussion über diese Glaubensprinzipien, wie es ganz genau funktioniert. Aber heute die verbreitete Paradigma in der jüdischen Welt, dass diese 13 Prinzipien der Glaube ist für uns die der Wegweiser. Mhm. Was ist erlaubt zu glauben? Und das gibt uns die Einheit Gottes. Wir haben natürlich eine sehr, sehr starke Verbot zu denken, Gott als jemand, der in physischer Form manifestieren kann. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich denke, dass das Gottesbild von Islam und Judentum sind viel näher zueinander als Christentum und Judentum und Islam. Ah, das ist interessant. Die Frage wollte ich auch noch stellen. Hauptsächlich die Frage ist natürlich die Rolle eines Menschen. Wie könnte Gott in einem Mensch manifestieren? Mhm. Ist für eine jüdische Person nach den Halachisten und nach den Maimonides ist ein vollkommenes Verbot, Gott so in solcher Form zu glauben. Und das wäre eigentlich eine Art von Götzendienst für einen jüdischen Mensch. Und die europäische Rabbiner waren auch der Meinung, dass für nicht-jüdische Menschen ist es erlaubt. Ich weiß nicht, ob Sie sehen hier, die Standarten sind nicht dasselbe für Juden und Nicht-Juden, aber das ist für die Gute. Okay. Also jüdisch zu sein nach der jüdischen Theologie bedeutet nicht besser oder weniger zu sein, sondern mehrere Verpflichtungen zu sein, ein moralisches Vorbild zu sein für die Welt. Unsere Standarten, was wir zu uns halten, religiöse Juden, sind einfach erhöht, aber das bedeutet nicht, dass anderen keinen Zugriff zum Gott haben. Und deshalb sage ich, ich hoffe, dass wir an denselben Gott glauben, weil ich denke, dass Gott auch in uns glaubt. Okay. Und wenn wir in diesen Gott glauben, haben wir alle einen Weg. Ist interessant, was Sie gerade angesprochen haben, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass Sie Juden sozusagen etwas erhöhte Standards haben, was sie machen müssen, sozusagen, um Gott zu dienen. Genau. Es existiert ja gemeinhin so diese Vorstellung, Juden seien oder halten Sie für das auserwählte Volk? Würden Sie das so unterschreiben, also Juden als auserwähltes Volk? Das auserwählte Status ist ein sehr, sehr, ich möchte dieses Wort sehr, sehr vorsichtig benutzen, auch auf Englisch. Leider kann ich keine gute, wahrscheinlich das beste Übersetzung ist Geschätzte. Okay. Geschätzte bedeutet, dass für eine bestimmte Rolle designiert. Mhm. Die prophetischen Schriften in der Bibel schreiben, dass wir die Rolle Or Lagoyim, wir sollen Leuchter oder Licht für die Völker sein. Mhm. Okay. Das bedeutet nicht, dass wir auserwählt sind, das ist ein Privilegium, es ist eine Verpflichtung. Judentum ist eine verpflichtungsorientierte Religion. Mhm. Was sind meine persönlichen Verpflichtungen? Es ist kein Recht, auserwählt zu sein. Auserwählt zu sein für eine Rolle bedeutet, ich muss meine Rolle erfüllen. Meine Rolle ist, ein moralisches Beispiel und Wegweiser für den Rest der Welt zu sein. Okay. Das sollte mich nicht arrogant machen über meine Rolle, sondern genau bescheiden machen über meine Rolle. Also deshalb, ich bin nicht auserwählt von der, das ist nicht die Idee, sondern ich habe Verpflichtungen. Okay, dann würde mich auch interessieren, also ich bin ja jetzt kein Jude, aber kann ich trotzdem eine Beziehung mit Gott haben? Weil ich meine, das liegt ja dann auch, es hängt ja auch noch die Frage zusammen, spricht Gott heute noch zu den Menschen?
ne, aus jüdischer Sicht, weil wir haben ja im Alten Testament oder in der hebräischen Bibel die Propheten und Gott verkündet seine Botschaft an die Menschen durch die Propheten, wenn man das so sagen kann. Passiert sowas auch heute noch oder ist diese Zeit zu Ende? Der Talmud hat einen wunderbaren Satz. Seit der Zerstörung des Tempels, als Prophezeiung vorbei, die Zeit der Prophezeiung vorbei ist, wo befindet sich Gott und woher, wo kommuniziert Gott? In der Text, in der Gesetze. Okay. In den Gesetzen. Gott kommuniziert zu uns in den Gesetzen. Was muss ich machen, als besserer Mensch zu sein? Und das gilt, meine persönliche Meinung, für die ganze Menschheit. Man sollte schauen, was sind die moralischen, ethischen und praktischen Gesetze für mich als Mensch zu tun. Judentum prägt, dass jüdische Menschen haben 613 Gebote und Verbote zusammen. Natürlich, wenn wir das limitieren, was ist nur für Frauen, was ist nur für die Priester und so, wir bleiben circa 200-300, aber das sind große Kategorien und mit alle kleinen Details. Judentum prägt auch, dass auch ganze Menschheit eine Set von Gesetze bekommen hat. Okay. Als Noach den Sintflut überlebt hatte, hat er die 7 sogenannten noachidischen Gesetze bekommen. Okay. Ja. Wenn man diese 7 noachidischen Gesetze ausübt und sieht die Details, die 7 sind auch in der Nähe von 200 mit alle kleine Verpflichtungen rund. Und das bedeutet, die Verpflichtungen, jüdisch zu sein und nicht jüdisch zu sein, ist nicht so unterschiedlich, aber es gibt bestimmte Bereiche, die nur zu Juden sind, zum Beispiel koscheres Essen. Es ist wichtig zu verstehen, dieses Unterschied. Ich als jüdischer Mensch, ich bin verpflichtet, koscher zu essen. Ja. Sie als nicht jüdischer Mensch, Sie sind nicht verpflichtet. Aber das ist in Ordnung. Das bedeutet, Sie nicht nur, dass Sie etwas nicht Erwünschtes machen, Sie machen alles vollkommen in Ordnung. Okay. Aber was habe ich davon, wenn ich mich an die noachidischen Gesetze halte? Ein Weg zum Gott. Das ist ganz genau die Idee. Und was meinen Sie damit, mit dem Weg zu Gott? Das ist die Erfüllung der Rolle des Menschen in der Welt. Ich muss die Gesetze halten, was auf mich gelten. Und innerhalb dieses Rahmen muss ich meine Persönlichkeit entwickeln. Ja, also ich meine, in einigen Religionen, also beispielsweise im Islam, ist es ja dann auch so, dass man sich an die Gesetze halten muss, um sozusagen im nächsten Leben dann die Anerkennung von Gott zu finden. Genau. Die Christen sehen es unterschiedlich, je nachdem, welcher Glaubensrichtung man anhängt. Genau. Wie ist die Frage des Lebens nach dem Tod im Judentum beantwortet? Die Antwort ist, dass wir keine Ahnung haben. Okay. Wir wissen, das ist eine spirituelle Perfektion. Wir wissen, dass es besser ist, aber ganz genau, wie es ist, es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt keine vereinigte Meinung. Eine Sache ist klar, sogar der Talmud sagt, dass als die Propheten über der nächste Welt sprechen, sie sprechen nur über die messianistische Zeiten. Aber was nach der messianistischen Zeiten kommt und in der spirituellen Welt oder kommt, wir haben keine Ahnung. Ah, okay. Das Einzige, was wir wissen, dass das Beste, was mit einem Mensch passieren könnte, und wir wissen, dass es eine Perfektion ist, und wir wissen, dass es eine göttliche Perfektion ist, aber ganz genau wie, wir haben in diesem Sinne keine Himmelvorstellung, was im Himmel passiert, Konzerte oder, nein, das ist weit von der jüdischen Theologie. Jetzt haben Sie ja schon die messianische Welt angesprochen, also ich wollte Sie auch mal fragen zu diesem Konzept des Messias. Welche Rolle spielt das für Sie als Jude, der Glaube, dass ein Messias irgendwann kommen wird? Das ist einer von den 13 Glaubensprinzipien des Maimonides. Okay. In zu glauben, dass die Tora uns eine Hinweise gibt, dass die messianistischen Zeiten kommen. Das ist die Ende der menschlichen Geschichte. Das Ende der menschlichen Geschichte? Sozusagen, in der Form, wie wir das heute verstehen. Aber das ist der Weg zu die perfekte spirituelle Welt nachher. Und die messianistische Zeit ist das Ende der Epoche der Weltgeschichte. Okay, aber ist der Messias eine Person oder ist das? Ja, im Judentum ist es sehr, sehr deutlich und klar. Und noch einmal, der Kodex von Maimonides kodifiziert das alles in kleine Details, dass der Messias ist ein Fleisch und Blut Mensch, der
der bestimmte Rolle erfüllen muss, Judentum zurückzuführen zum Land Israel mit dem Gottesdienst wie im Tempel, wie es sein sollte. Okay. Du sollte die Welt inspirieren. Aber gleichzeitig, der Talmud sagt auch, dass es gibt keinen Unterschied zwischen heutigen Welt und den messianistischen Zeiten. Die einzige ist die Oppression der vielleicht die alltäglichen Politik, wenn ich das so sagen darf. Also es wird keine Oppression gegen freie jüdische Religionsüben sein und Gottesdienst zu üben und Weltfriede. Die sind die Hauptsachen. Okay. Und das ist auch der Grund, warum wir einfach nicht akzeptierten konnten als religiöse Juden, dass nach der Vorstellung von anderen Religionen die Messias schon gekommen ist. Weil diese Vorstellungen sind klar und deutlich in der rabbinischen Literatur. Okay. Ja, haben Sie sich mit Jesus beschäftigt sozusagen? Also akademisch zu wissen, ja. Okay. Und welche Rolle spielt Jesus überhaupt eine Rolle für die jüdische Religion? Also ich gehe zurück wieder zu Maimonides. Maimonides sagt, dass eigentlich wahrscheinlich die Rolle von Jesus und Mohammed ist, dass die Idee von messianistischen Zeiten in der Welt verbreitet wurde. Okay. Außer das keine. Historisch, ich spreche jetzt von der theologischen Perspektive. Ja. Historisch, obwohl historisch gesehen natürlich bestimmte Äußerungen im Judentum, wenn der Maimonides fühlt, dass es sein wichtig, diese Sachen zu im Prinzip in Ordnung zu stellen, die 13 Prinzipien, das ist natürlich teilweise eine Reflexion von der interkulturellen Bewegung zu definieren. Was unterscheidet uns von den Talmud? Einfach eine klare Zusammenstellung von den talmudischen Prinzipien zusammensammeln. Was glauben wir? Das hat zu tun, weil damit, dass in der Zeit müssten wir reflektieren auf der Äußerung von anderen Religionen. Okay, ich verstehe. Wenn wir als Christen Gott als Vater bezeichnen, ist das für Juden etwas Befremdliches oder ist das etwas, was sie teilen? Überhaupt nicht. Das ist eine von der zentralen Gebet, wo wir sagen, Avinu Malkenu, unser Vater, unser König. Das ist, also wir können Gott nur mit Metaphern beschreiben, in menschlicher Terminologie. Warum wir oft auch im Judentum Gott als sozusagen Vater bezeichnen, weil wir verstehen, was bedeutet dieses Verhältnis, einen Vater zu leben und ehren und zu fürchten. Das ist ein ambivalentes Gefühl, aber wir sollten dasselbe Gefühl zu Gott haben. Diese Liebe und gleichzeitig diese große Furcht, diese große Ehrefurcht, das wir haben sollten, das können wir nur von unseren Beziehungen mit unseren Eltern lernen. Okay. Und das ist deshalb wahrscheinlich diese Metapher als Gott, Gott als Vater zu bezeichnen, das hat auch eine zentrale Rolle im Judentum. Und gibt es im Judentum so etwas Ähnliches wie den Heiligen Geist? Also der Heilige Geist? Die Anwesenheit Gottes, ja, aber nicht als Manifestation Gottes oder so, sondern einfach in menschlicher Terminologie, wo man vielleicht fühlen könnte, was das bedeutet, die Anwesenheit Gottes. Okay. Was würden Sie sich wünschen, auch für den interreligiösen Dialog zwischen Juden und Christen? Denken Sie, das reicht aus oder da muss doch was anderes passieren? Oder? Ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben in den letzten Jahrzehnten immer über Toleranz gesprochen. Toleranz ist nicht richtig. Wir sollten über Akzeptanz und gegenseitige Akzeptanz sprechen. Ja. Wir möchten nicht eine paternalisierende Beziehung miteinander haben, sondern eine echte Zusammenarbeit, wo wir auf derselben Augenhöhe miteinander sprechen können. Und das passiert. Ja. Und das, auch wenn vielleicht nicht so verbreitet ist. Oder manchmal, was fehlt natürlich, das Wissen von der anderen zu verstehen, ganz genau, die Theologie des anderen, wie das funktioniert. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das war also das erste Video von Fest im Glauben, wo ich zu Besuch war in der Brodia-Synagoge hier in Leipzig. Bei Rabbi Cholt Baller. Vielen, vielen Dank nochmal an den Rabbi, dass er das möglich gemacht hat, trotz Pandemiesituation.
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und dann seht ihr immer die neuesten Videos und die neuesten Besuche in verschiedenen Glaubensgemeinschaften hier in Leipzig, Sachsen und Deutschland. Bis bald!